I mean, it's a disgrace. Ich meine, es ist eine Schande, wie unsere Medien darüber berichtet haben. Sie treiben ständig Narrative voran, dass wir mehr Waffen senden und mehr Unterstützung leisten müssen und suggerieren, dass dies helfen würde, militärische Ziele zu erreichen. Ich bin kein Militärexperte, aber die Einseitigkeit der Berichterstattung deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Es scheint, als wären die Medien im Propagandamodus. Dies untergräbt die Möglichkeit, Neutralität zu wahren, selbst in der Schweiz. Die Leute denken, wenn man eine andere Meinung hat, unterstützt man Putin. Sie sagen, wenn man neutral ist, hilft man dem Aggressor. Das ist falsch. That's wrong. Hello everybody. This is Pascal and today Hallo zusammen. Hier ist Pascal und heute habe ich das Vergnügen, mit einem Landsmann zu sprechen. Ich habe hier den Redakteur, Verleger und ehemaligen Parlamentsabgeordneten Roger Köppel. Herr Köppel arbeitete viele Jahre als Journalist und wurde in jungen Jahren Chefredakteur der Welt, einer der Flaggschiff-Zeitungen Deutschlands. Später wurde er Chefredakteur und Besitzer der Weltwoche, einer Schweizer Wochenzeitschrift, die eher am konservativen Ende des Medienspektrums liegt. Zwischen 2015 und 2023 war Herr Köppel Mitglied des Parlaments für unsere nationalkonservative Partei, die Schweizerische Volkspartei. Herr Köppel, danke, dass Sie heute online sind. Mr. Köppel, thank you for coming online today. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, Pascal. Es ist mir eine große Freude. Roger, ich wollte dich nach deinen Erfahrungen mit dem Veröffentlichen von Inhalten in Europa fragen. Du hast in Deutschland gearbeitet und arbeitest jetzt in der Schweiz. Vor ein paar Tagen habe ich mit einem ehemaligen Nachrichtenredakteur gesprochen, der bei einem Schweizer Fernsehsender und einem britischen Journalisten gearbeitet hat. Der Journalist schrieb ein Buch darüber, wie die Boomer-Generation den Journalismus zu verändern begann. Sie machten daraus eine Umgebung, in der Journalisten Gutes tun und Teil der richtigen Narrative sein sollen. In der Schweiz bist du dafür bekannt, nicht das zu veröffentlichen, was andere tun. Du wirst als jemand mit alternativen Ansichten gesehen. Einige Leute schätzen das wirklich, während andere, besonders auf der linken Seite, es wirklich hassen. Du hast viele Feinde gemacht. Glaubst du, dass das Veröffentlichen in Europa in den letzten 20 bis 30 Jahren, in denen du im Journalismus tätig bist, schwieriger und ideologischer geworden ist? Over the past 20, 30 years that you've been working in journalism. Well, maybe sometimes I overdid it. Nun, vielleicht habe ich es manchmal übertrieben. Daher war mein Ansatz wahrscheinlich ein wenig getrübt durch einige sehr herzliche Interventionen. Ich hatte lange keine spezifische Theorie über Journalismus. Je mehr ich jedoch darüber nachdenke, desto ansprechender wird die Weltwoche für mich. Die Weltwoche ist eine sehr alte Zeitung, die älteste Schweizer Wochenzeitung, die vor 90 Jahren gegründet wurde. Sie hat immer unkonventionellen Journalismus praktiziert, viele Debatten gefördert und eine echte Pluralität und Vielfalt von Meinungen. In meinen jüngeren Jahren, wie viele Journalisten, war ich mehr in meine eigenen Ansichten verliebt. Ich dachte, es sei wichtig, in bestimmten Diskussionen eine kohärente Ansicht zu präsentieren. Je länger ich arbeite, besonders heute, glaube ich, ist es extrem wichtig, immer gegen den Strom zu schwimmen, die offiziellen Narrative von Gut und Böse zu hinterfragen. Dies beinhaltet, die sehr selbstsicheren Meinungen, Narrative und Perspektiven, die wir in den Medien sehen, zu hinterfragen. Heute versuchen die Weltwoche und ich, eine Vielfalt von Standpunkten anzubieten, nicht nur den Konservativen. Unsere Hauptaufgabe ist es, diese Narrative zu hinterfragen, eine andere Perspektive zu bringen. In den letzten Jahren sind die Medien sehr einseitig geworden. Es gab immer einen gewissen Bias in den Mainstream-Medien. Aber mit Covid, dem Klimawandel und jetzt besonders mit dem Krieg in der Ukraine und diesen geopolitischen Spannungen sehen wir eine extreme Meinungskonformität, sogar in der Schweiz. Das ist gut für uns, denn es erlaubt uns, die Dinge ein wenig aufzumischen. We can somehow mix it up a little bit.
mischen Sie es ein wenig. Hatten Sie jemals einen Moment, in dem Sie dachten, es gibt Dinge, die Sie veröffentlichen oder darüber sprechen wollten, aber Sie konnten nicht? Wenn Sie diese Momente haben, wie gehen Sie damit um? Natürlich muss man immer seine Leser respektieren und an sie denken. Man sollte auch seine Werbekunden berücksichtigen. Es ist wichtig, sich zu fragen, ob man ohne Unterstützung führt oder ob man seiner Zielgruppe weit voraus ist. Man muss sein Äußerstes versuchen, um die Menschen zu überzeugen. Es ist entscheidend zu hinterfragen, ob man aus einer Perspektive persönlicher Überzeugung argumentiert und versucht, eine spezifische Sichtweise oder Untersuchung den Lesern aufzuzwingen. In polarisierten Situationen, wie bei Diskussionen über Russland oder den Krieg in Gaza, wo viel Spannung herrscht, muss man überlegen, wie weit man gehen kann. Ich habe immer einer einfachen Regel gefolgt. Ich veröffentliche alles, was ich vor 1000 Menschen, die stark gegen den Artikel, die Meinung oder das Untersuchungsergebnis sind, verteidigen könnte. Ich frage mich, ob ich unser Handeln einer Gruppe von 1000 wütenden Menschen erklären und sie überzeugen könnte. Wenn ich glaube, dass ich das kann, fahre ich mit der Veröffentlichung fort. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Grundlage zu schwach ist, werde ich es nicht veröffentlichen. Das ist eine kluge Art, damit umzugehen. Denn letztendlich wird man für bestimmte Dinge angegriffen, die in seiner Zeitung erscheinen. Haben Sie festgestellt, dass weil Sie Themen veröffentlichen, die eher zur konservativen Seite neigen, aber auch Autoren haben, die eher linksgerichtet sind? Ich meine, ich habe gerade einen Artikel für Sie geschrieben. Mit welchen Gruppen finden Sie es momentan einfacher, auf dem ideologischen Spektrum zusammenzuarbeiten? Easier to work with on the ideological spectrum. Where was the war in the Ukraine? Nun, mit dem Krieg in der Ukraine fand ich mich in der Mitte gefangen. Zu dieser Zeit war ich noch im Parlament, als alles eskalierte. Von Anfang an bot ich eine andere Perspektive. Ich war immer vorsichtig mit der vollständigen Dämonisierung einer Seite, dieser übermäßig vereinfachten Analyse. In jedem Krieg, der im Grunde eine Fortsetzung der Politik ist, ist es entscheidend, die Politik zu verstehen, die zum Konflikt geführt hat. Das ist es, was Ihre aufschlussreichen Diskussionen mit verschiedenen Personen zu tun versuchen, und es ist das, was wir zu bieten versuchten. Zu dieser Zeit in der Schweiz herrschte die vorherrschende Meinung, dass man Russland verurteilen musste. Sonst wurde man als Verräter oder Unterstützer Russlands angesehen. Diese moralisierende Perspektive übersah oft eine gründliche Analyse, und ich sah mich Kritik von allen Seiten ausgesetzt. Allerdings bemerkte ich, dass, als ich tiefer in die Diskussion eintauchte und verschiedene Schriftsteller und Autoren vorstellte, die Menschen begannen, anders zu denken. Interessanterweise habe ich jetzt Leute von der rechten Seite, die nur den Kopf schütteln, meine Haltung in Frage stellen und sagen, ich liege völlig falsch. Ich habe Leute von der konservativen Seite, die sagen, endlich habt ihr die schlechten Eigenschaften der amerikanischen Außenpolitik bemerkt. Und es gibt auch Leute von der Linken, was sehr erstaunlich ist. Wir haben Beiträge von Leuten wie Oscar Lafontaine, dem ehemaligen Präsidenten oder Anführer der Sozialdemokraten, und dem Doyen der linken Politik in Deutschland sowie aus Österreich. Ich habe bemerkt, dass die klassischen ideologischen Frontlinien irgendwie aufbrechen. Ich würde sagen, das ist so wichtig und es ist das Wesen unserer Kultur. Du bist im gleichen Genre, du bist ein Intellektueller, kein Akademiker und du nimmst dir die Freiheit, alles zu hinterfragen. Du bringst Perspektiven ein, die sonst übersehen werden. Du arbeitest daran, das Gespräch zu verbessern und offen zu halten. Ich denke, das ist im Moment sehr wichtig. Ich fühle, dass du interessante Antworten von allen ideologischen Lagern bekommst. Aber natürlich bekommst du immer noch viel Aufmerksamkeit und Kritik, wenn wir das ganze Tucker Carlson-Interview in unserer Zeitung veröffentlichen. Ich habe einige wütende E-Mails erhalten. Sie sagen, Roger Carpo, jetzt hast du definitiv den Rubikon überschritten. Das geht zu weit. Dann fange ich an zu argumentieren. Ich sage, komm schon,
Du musst auch die andere Seite anhören. Du kannst dich nicht einfach in deine eigenen Wahrnehmungen einbunkern. So funktioniert das nicht. Warum denkst du das? Weil ich es genauso wahrnehme. Momentan erleben wir eine bedeutende Umstrukturierung dessen, was früher als klassische Parteilinien und Kulturen galt. Es geht nicht um Linien, sondern eher um Themen, richtig? Wir beobachten eine interessante Konvergenz von konservativen und progressiven Seiten. Das passiert in Europa und den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel hat Tucker Carlson mehrmals Jimmy Dore und Glenn Greenwald in seiner Show interviewt. Diese Personen sind echte Progressive. Nicht nur das, was manche vielleicht als die demokratische Linke bezeichnen würden, sondern Menschen, die darauf abzielen, das politische System selbst zu verändern. Wir haben gesehen, dass sie sich ausrichten. Ich denke, das passiert auch in der Schweiz in erheblichem Maße. Ich habe kürzlich eine Bewegung ins Leben gerufen, die für Neutralität wirbt und um Unterstützung bittet. Wir hatten Schwierigkeiten, Unterstützung von traditionellen Sozialdemokraten zu bekommen, insbesondere von denen im Parlament. Nicht ein einziger hat sich angemeldet, aber wir haben viel Unterstützung von Kommunisten und Gewerkschaftern erhalten. Diese Sache, die derzeit als konservativ, rechts oder sogar ultranationalistisch verteufelt wird, sieht eine Zusammenarbeit über verschiedene Gruppen hinweg. Warum denkst du, ist das so? And we see this working together. Why do you think is that? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, das ist eine menschliche Eigenschaft. Gesellschaften, Mehrheiten oder Emotionen, wie auch immer man es nennen möchte, neigen dazu, viele Menschen zu überwältigen. Es erfordert immer ein wenig Mut, sich abzuheben. Nehmen wir diesen Krieg als Beispiel. Haben die Menschen im Allgemeinen kein detailliertes Wissen über die Außenpolitik in Osteuropa? Putin, der russische Präsident, wird in der Schweiz oft als Autokrat oder sogar als Diktator angesehen. Menschen, die sich an den Kalten Krieg erinnern, sehen die militärische Aggression, das kleine Land gegen das große Land, und ihre emotionalen Sympathien neigen automatisch zum kleineren, angegriffenen Land. Der breitere Kontext wird oft ignoriert. Eine besondere Eigenschaft unserer Zeit ist die Politik der Emotion oder des moralischen Absolutismus, bei der Menschen dazu neigen, jeden, der nicht mit ihnen übereinstimmt, anzugreifen und moralisch zu disqualifizieren. Wir haben das in der Klimadiskussion gesehen. Ich bin nicht gegen den Umweltschutz, aber wir hatten keine offene Diskussion darüber, wie man es am besten angeht. Wenn man den Mainstream-Ansatz in Frage stellt, wird man automatisch als Klimaleugner abgestempelt. Das Gleiche geschah mit der Covid-Diskussion. Unsere Regierung hatte eine enorme Macht, und diese in Frage zu stellen, war nicht, weil wir die Existenz des Virus leugneten oder an eine Weltverschwörung glaubten. Das Hinterfragen ist das Wesen der Demokratie. Diese Art von dominierendem Diskurs wurde von der Regierung, den meisten Medien und möglicherweise einer Mehrheit der Menschen perpetuiert. Dies schuf eine Atmosphäre, die anhielt, bis die Covid-Diskussion endete. Dann begann der Krieg in der Ukraine und Emotionen begannen wieder zu dominieren. Ich verstehe diese emotionalen Reaktionen vollkommen, aber ich glaube, es ist wesentlich für die Bewahrung der Demokratie und die Aufrechterhaltung einer offenen Debatte. Eine offene und kontroverse Diskussion ist wichtig, weil sie es ihnen erlaubt, beide Seiten eines Problems zu sehen, was zu besseren Entscheidungen führt. Eine einseitige Diskussion führt zu einer einseitigen Entscheidung. Daher argumentiere ich, dass es die absolute Pflicht und Freiheit von Intellektuellen, Akademikern und Journalisten ist, die offiziellen Narrative in Frage zu stellen und herauszufordern, wie Karl Popper vorschlug. Es ist auffällig und vielleicht erhellend, dass die Medien und der sogenannte kritische Diskurs zu sehr im Konformismus verankert sind und kritisches Denken vermissen lassen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Gesellschaften sehr wohlhabend sind, was die Menschen dazu bringt, den einfachen Weg der Moralpredigt ohne Neugier zu wählen. Sie beginnen, ihre eigene Perspektive als Maß aller Dinge zu sehen.
Unabhängig vom Grund, je einseitiger eine Diskussion ist, desto mehr sollte sie misstraut werden. Vertraue niemandem oder nichts. Hinterfrage alles. Dies scheint mir der einzige Weg nach vorne zu sein. And this seems to me the only path you can go. Yeah, I agree with that. Ja, da stimme ich zu. Aber vielleicht sollten wir noch etwas über die Schweiz diskutieren. Das ist etwas, worüber ich viel in internationalen Medien gelesen habe und worüber ich gefragt wurde, wie die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben hat. Als Forscher zum Thema Neutralität würde ich sagen, dass wir dies auf sehr nuancierte Weise betrachten müssen. Die Schweizer Regierung besteht darauf, dass sie die Neutralität nicht aufgegeben hat, weil sie sich an die Gesetze der Neutralität hält, insbesondere wenn es um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland geht. Jedoch hat die Schweiz in einem breiteren strukturellen Konflikt Partei ergriffen, indem sie sich mit dem, was sie als die gute Seite gegen die bösen Russen betrachtet, aligniert hat. Die Russen verstehen diese Haltung. Sie sehen die Schweiz nicht mehr als neutral an. Sie haben sogar letztes Jahr abgelehnt, die Schweiz als Schutzmacht der Ukraine anzuerkennen. Wenn ich meine Forschung betrachte, wie sich die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs und in anderen Konflikten verhalten hat, gab es eine stärkere Tendenz, politische Äquidistanz zu wahren, insbesondere gegenüber Deutschland, indem sie sich in der einen oder anderen Form an die Neutralität hielt. Aber das hat sich geändert. Du bist schon viel länger im Verlagswesen tätig und arbeitest an diesem Thema als ich. Du hast gesehen, was die Schweiz in den frühen 2000ern getan hat und hast sogar in den 1990ern darüber geschrieben. Ist diese Verschiebung ein Ergebnis der Zeit nach dem Kalten Krieg? Sind wir jetzt vollständig in der westlichen Weltanschauung verankert? Wie erklärst du die politische Positionierung der Schweiz? Political siding of Switzerland. I would say it has. Ich würde sagen, es begann sogar schon in den 60er oder 70er Jahren, als die Linke die Neutralität der Schweiz angriff und behauptete, es sei eine Lüge. Sie argumentierten, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs nie neutral gewesen sei und warfen ihr vor, Waffen an die Nazis geliefert zu haben. Das ist eine interessante Diskussion. Man könnte lange darüber streiten. Man könnte argumentieren, dass die Relativierung der Neutralität begann, nachdem Deutschland Frankreich besiegt hatte und die Schweiz von faschistischen Mächten umgeben war. Es war eine Frage des Überlebens und die Schweiz musste dem Druck bis zu einem gewissen Grad nachgeben. Churchill erklärte jedoch am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die Schweiz in diesen sehr schwierigen Zeiten ein starker Verteidiger der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit war. Also denke ich, dass die Linke es mit ihrer Kritik übertrieben hat. Sie hatten recht zu sagen, dass die Schweiz eine Art heroischen Mythos der Neutralität erschaffen hat, der nicht ganz wahr ist. Sie gingen jedoch zu weit, indem sie behaupteten, das Konzept der Neutralität sei überholt, was ich nicht für den Fall halte. Diese Perspektive prägte auch meine Ausbildung in der Schule und an der Universität. Neutralität hatte damals einen sehr schlechten Ruf. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges und der Abwesenheit solcher Kriege stellte sich die Frage der praktischen Neutralität nicht mehr so dringend wie jetzt. Now, and I see in Switzerland a general tendency. Ich habe in der Schweiz über viele Jahre hinweg eine allgemeine Tendenz beobachtet, ihre Neutralität aufzugeben. Man kann dies an den Handlungen unserer Regierung sehen, wo sie begann, sich in internationale Diskussionen einzumischen und Kommentare zu verschiedenen Themen abzugeben. Sie äußerten Unterstützung für das Eingreifen der NATO im Krieg in Jugoslawien. Dies widerspricht der verbreiteten Annahme, dass Europa seit Jahrzehnten keinen Krieg gesehen hat. Der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg war laut vielen in Russland, aber das übersieht den NATO-Krieg in Jugoslawien. Anfangs war die Schweiz dagegen. Dann gab es den amerikanischen Angriff auf den Irak und die Schweiz war gegen das Eingreifen der NATO zusammen mit den Amerikanern. Das zeigt eine mangelnde konsequente Haltung. Als die Russen einmarschierten, erlebte ich einen vollständigen Triumph der Emotionen. Interessanterweise fielen sogar konservativ-liberale Parteien wie die FDP oder SVP, die typischerweise die Neutralität unterstützten, zurück in die Logik des Kalten Krieges.
Selbst Zeitungen wie die Neue Zürcher Zeitung, bei der ich 8 Jahre lang gearbeitet habe und die während des Zweiten Weltkriegs ein starker Verteidiger der Neutralität war, waren nicht immun gegen diese Verschiebung. Die NZZ war der stärkste Defender der Neutralität während des Zweiten Weltkriegs. Und Und sie werfen es einfach aus dem Fenster. Es gibt also wirklich eine Tendenz, dass die Schweiz in mehrerer Hinsicht auf sich selbst verzichtet. Dies wird in ihrer Beziehung zur Europäischen Union deutlich, wo wir versuchen, uns noch mehr zu integrieren und dabei auf die Neutralität zu verzichten. Neutralität ist eine sehr anspruchsvolle Position, weil sie bedeutet, Abstand von den Guten wie auch von den Bösen zu halten. Jeder möchte dich in einem Krieg auf seiner Seite haben, ungeachtet dessen, was unsere Medien behaupten, indem sie sagen, dass Neutralität eine profitorientierte Position oder eine Position der Feigheit sei, ist es genau das Gegenteil. Es erfordert Mut und Rückgrat, diesen Abstand zu wahren. Ich hoffe, dass die Neutralität zurückkehren wird. Ich denke, sie ist so wichtig. In Ihrem Programm, als ich Ihr Interview mit dem ehemaligen Botschafter Jack Matlock gesehen habe, erreichten Sie einen Punkt im Gespräch, an dem sogar der amerikanische Botschafter die Notwendigkeit anerkennen musste, neue Räume der Neutralität zu finden. In Kriegszeiten ist ein neutraler Raum die einzige Hoffnung auf Frieden. Ohne einen neutralen Ort, ein weites Feld auf der Karte, wo können die Gegner zusammenkommen? Wo können die Kriegsparteien anfangen, miteinander zu reden? Ohne ein neutrales Land wie die Schweiz, das dauerhaft neutral ist, herrschen nur die Waffen. Und das ist irgendwie die Situation, die wir jetzt haben. Ja, wissen Sie, es gibt 2 Konzepte, über die ich gerne diskutiere. Die Logik des Krieges und die Logik der Neutralität. Die Logik der Neutralität zielt darauf ab, Spannungen zu deeskalieren, weil sie natürlich versucht, Abstand von den Konfliktparteien zu halten. Andererseits sucht die Logik des Krieges, diese neutralen Zonen zu beseitigen, weil sie als Hindernisse angesehen werden. Das betrifft nicht Individuen. Es geht darum, wie Systeme durch Handlungen und Reaktionen operieren. Also wenn ein Krieg beginnt, werden Kräfte von beiden Seiten versuchen, den Einfluss neutraler Parteien zu reduzieren, wodurch deren Rolle kleiner wird. Wir haben gesehen, wie Neutralität über die Zeit abgenommen hat. Kriege führen jedoch auch zur Schaffung neuer neutraler Räume. Daher bin ich nicht übermäßig besorgt. Das eigentliche Problem ist, dass wir die Expertise im effektiven Einsatz von Neutralität verlieren könnten. Neutralität kann sehr mächtig sein, aber sie kann auch erheblichen Schaden anrichten, wenn sie falsch eingesetzt wird. Zum Beispiel schauen Sie, wie die Neutralität zuerst untergraben, dann zerstört und letztlich in der Ukraine missachtet wurde. Das Wichtige ist, als Schweizer und Journalist sehe ich mich als neutral, da ich Bürger eines neutralen Landes bin. Was ist die philosophische Grundlage der Neutralität? Man könnte argumentieren, dass Neutralität einfach eine Art ist, Geschäfte während des Krieges zu führen, was auch stimmt. Wenn man auf die Schweizer Geschichte zurückblickt, entstand die Neutralität mit unseren Söldnern. Die Schweizerische Eidgenossenschaft, obwohl klein, war militärisch ziemlich stark. Sie erkannten, dass sie, da sie außer sich selbst als Söldner nicht viel zu exportieren hatten, sich nicht in Kriege mit zu vielen anderen verwickeln sollten, um ihre Kundenbasis zu erhalten. Es gab immer ein gewisses Maß an Überleben, sowohl finanziell als auch wirtschaftlich, während des Krieges. Jedoch wurde die Neutralität nach einer bestimmten Zeit zur Strategie, die es der Schweiz ermöglichte, durch viele schwierige Kriege zu überleben, einschließlich des 30-jährigen Krieges, des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs. Die philosophische Grundlage der Neutralität ist für mich die Akzeptanz, dass Krieg eine schreckliche Realität ist. In fast jedem Umstand gibt es immer 2 Seiten einer Geschichte. Jede kriegführende Partei ist absolut überzeugt, dass sie Recht hat. Deshalb ist es wesentlich, einen gewissen Abstand zu wahren. Wenn man diesen Abstand nicht akzeptiert und glaubt, man habe die psychologische Pflicht, immer Partei zu ergreifen und moralische Absolutheiten zu liefern, um zu verstehen, was passiert, dann untergräbt man das mentale Gerüst der Neutralität. Then you're destroying the mental framework of neutrality.
So if you want to be a neutral country or a citizen of a neutral country, also wenn man ein neutrales Land sein will oder Bürger eines neutralen Landes, insbesondere als Journalist, muss man den Menschen ermöglichen zu verstehen und eine gewisse Distanz zu den Emotionen zu gewinnen, die unweigerlich entstehen, zusammen mit den Drücken, die Sie früher erwähnt haben. Dies liegt daran, dass jede kriegführende Partei versucht, Sie auf ihre Seite zu ziehen. Wie können Sie Abstand halten, wenn Sie nicht bereit sind oder wenn Ihnen nicht verschiedene Perspektiven präsentiert werden? Deshalb ist es so gefährlich, wenn die Medien einseitig sind. Ich meine, ich würde sagen, wir haben jetzt Propaganda in den deutschsprachigen Medien. Schauen wir uns die Situation vor Ort in der Ukraine, in Jewka, an. Es ist eine Schande, wie unsere Medien darüber berichtet haben, immer noch Narrative vorantreibend, dass wir einfach mehr Waffen schicken müssen. Wir müssen mehr Unterstützung leisten und dann werden sie ihre militärischen Ziele erreichen. Ich bin kein Militärexperte, aber ich kann von der Einseitigkeit sagen, dass etwas einfach nicht stimmt. Die Medien befinden sich derzeit in einer Art Propagandamodus. Und das zerstört natürlich die Grundlage für neutrales Verhalten, sogar in der Schweiz. Die Leute sagen, oh okay, du hast eine andere Meinung, du bist auf der Seite Putins. Wenn du neutral bist, hilfst du dem Aggressor. Das ist falsch. Die Schweiz war neutral, nachdem Deutschland 1939 Polen überfallen hatte. Und die Schweiz stand überhaupt nicht auf der Seite der Deutschen. Und auch moralisch, persönlich, standen die Menschen in der Schweiz nicht auf der Seite der Nazis, obwohl es vielleicht ein paar gab. Aber das ist heute das Problem. Mit dieser Art von einseitigen Medien und dieser Art von Propaganda zerstört man leider die geistige Basis der Neutralität, denke ich. The mental base of neutrality, I think. Ich stimme Ihnen zu, weshalb ich der Auswirkung von Propaganda in diesen Programmen viel Aufmerksamkeit schenke. Propaganda nährt die Logik des Krieges, arbeitet gegen die Neutralität von Ländern oder journalistische Neutralität unter anderem. Roger Köppel, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank, Pascal. Thank you very much, Pascal.